nicht. Die sollen bleiben in der Stadt, aber nicht da auf die Randbezirke. Na ist so, 12-10 für immer. Wir sind eh so ein soziales Land, dass wir mit unseren Gehältern mit sind. Und dann bauen sie uns noch eine Moschee vor die Tür. Aber was befürchten Sie, dass das da passieren könnte? Befürchten wir sich zu etwas 100 Diebstähle am Tag da nur in Floridsdorf sein. Es geht halt ums Befürchten. Man kann nicht einmal auf die Nacht ohne Hund rausgehen, weil du Angst haben musst. Und da lebe ich dann noch da. Das soll eine Lebensfreude sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da stellen wir uns anders drunter vor. Nein. Hätten natürlich mehr Leute da sein, ne? Ganz objektiv gesehen. Sind Sie nicht ganz zufrieden? Nein, überhaupt nicht. Also. An die 200 Personen. Viel mehr werden es wohl nicht werden. Ich namens der Bürgerinitiative Rappgasse und Umgebung begrüßen bei uns. Wir haben eine parteiunabhängige Bürgerinitiative organisiert, die sich gegen das islamische Zentrum ausspricht. Sicher hat man sich mehr Aufmerksamkeit erwartet, aber die Rappgasse ist klein und es gibt nur wenige Anrainer. Schau mal, Floridsdorf an, wir haben nur mehr ausländische Geschäfte und sonst gar nichts. Bekannt, dass die Österreicher ein Nischvolk immer waren, ja? Und dass da nicht um irgendwelche politische Animositäten geht, dass es um Menschlichkeit geht und das vergessen sollte, Leute. Was heißt Mischkultur? Wir waren Bämen, waren wir zusammen und aus Ungarn. Ja? Wir haben aber noch nie was zu tun gehen, wir sind wir belagert mit einem Bruder. Heute lassen wir es ein. Was ist das, was dich erinnert? Frau Weidinger versucht auch diesmal das Beste aus der Situation zu machen. Und Umgebung kann solche Menschenmassen nicht aufnehmen. Im einstöckigen Gebäude, Nutzungsfläche pro Ebene 900. Wochenlang hat man seine Freizeit und auch einiges an Geld in den Protest investiert. Und jetzt, wo man so viel erreicht hat, will man sich von ein paar ungebetenen Gästen nicht irritieren lassen. Eine Volksbefragung, die klar sich die Frage stellt, sollen solche Zentren hier gebaut werden, ja oder nein? Und um solche Volksbefragung durchzuführen, glaube ich, werden wir uns in der nächsten Zeit sehr bemühen. Wir haben jetzt auch hier einen Unterstützer bekommen, der auch vehement und laut begrüßt wird. Und dass zu dieser Kretzelveranstaltung sogar ein Gast aus der Bundespolitik vorbeikommt, ist für einige angeblich ganz überraschend. So, ich muss aber auch gleich dazu sagen, wir haben hier alle vier politischen Parteien, und zwar die Bezirks. Wir wollen hier keine Religions- oder Kulturkonflikte. Wir wollen jener Menschen, die zu uns gekommen sind als Gäste, die Möglichkeit bieten, zu arbeiten, sich zu integrieren. Aber wer dazu nicht bereit ist und nicht bereit ist zu arbeiten und keine Steuern zu zahlen und nicht bereit ist, sich zu integrieren, sondern glaubt, uns nur ausnützen zu können, der darf sich nicht wundern, wenn er nicht erwünscht ist in unserem Land. Weil da hat er jedes Land. Auf einmal sind wir Zeugen einer Wahlrede der FPÖ. Und wie so oft mischen sich unter die Anhänger auch Rechtsradikale. Und eine Kraft, wo sich der Herr Bürgermeister noch anschauen wird am 10. Oktober, wenn er endlich einmal vom Hohen Ross heruntergeholt wird. Frau Weidinger hat sich das am Anfang alles ganz anders vorgestellt. Das ist doch so eine Bürgerinitiative. Schön, ja. Ganz aus eigener Tasche. Das ist nicht normale Bürger, wir werden nicht beschimpft. Friedliche Bürger beschimpft. Wir nehmen von seiner Partei irgendwelche Unterstützungen entgegen. Und wer unterschreiben möchte, bitte die Hand. Hinter der Polizeiabsperrung gibt es eine Gegenveranstaltung. Spezialtruppen der Polizei sind notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Okay.
Ja, das ist so. Mit einer Bur. Das ist 2 Jahre alt. Ich gebe mir mal eine Hühne, ne? Das ist auch klar, oder? Das ist der Österreicher so wie ich. Das ist auch klar. Also ich denke, es ist alles gesagt worden. Es ist eine ruhige, wir sind normale Bürger, die für unser Recht kämpfen. Und ich denke, dass die Bevölkerung trotz dieser vielen Berichte über die Gegendemonstrationen und so weiter trotzdem Mut bewiesen hat und hierher gekommen ist. Und sozusagen, Sie sind zufrieden mit dem, wie es abgelaufen ist? Und es ist gut abgelaufen. Ein kleiner Vorgeschmack auf die heiße Wahlkampfphase im Herbst, wo noch viel von Ängsten die Rede sein wird. Direkt wieder.